Europäische Bildung ist Ihre Kategorie. Wie heißen Ihre Nominierten? Das ist einmal die Stadt Lemberg in der Ukraine mit ihrer Geschichte und mit ihrer riesigen Kultur. Und alles wird zusammengeführt in ein großes Vermittlungsprojekt. Dann haben wir JeKids, die große Initiative in Nordrhein-Westfalen, 18 Millionen Einwohner. Da muss man was tun für die Musik. Und da geht es darum, jedes Kind mit einem Instrument zu versorgen und den Kindern zu sagen, hallo, ihr habt auch eine Stimme. Das wäre auch eine Geschichte, die man benutzen kann und mit der man Kunst machen kann. Und dann das Berlin Wall Museum. Wir sind froh, dass es in Berlin eine Initiative gibt, die hat gesagt, 1989 ist die Mauer gefallen. Aber wir können uns gar nicht lange genug daran erinnern, dass es so war. Zumal jetzt wieder an anderen Orten in der Welt Mauern aufgerichtet werden. Das wäre jetzt auch noch meine Anschlussfrage. Europäische Bildung in diesem Jahr vielleicht auch ein ganz wichtiger Preis. Und zwar nicht nur wegen Corona und auch nicht nur wegen 30 Jahre Wiedervereinigung, sondern auch, weil Europa momentan unter wirklich großen Herausforderungen steht. Ja, Kinder sind unsere Zukunft und wer Europa jetzt nicht richtig verkauft, der hat in der Zukunft ein Problem. Und ich glaube, Europa muss von allen an die Kinder, an die Nachwachsenden weitergegeben werden. Zuallererst die Elternhäuser, da entscheidet sich die Grundeinstellung. Aber dann müssen alle am Bildungsprozess Beteiligten mitmachen. Die Schulen, die Betreuungseinrichtungen, aber auch die Städte, die Gemeinden, die großen öffentlichen Träger. Und das passiert eigentlich gerade ganz gut, also ein Hoffnungsschimmer.